Ja, guten Morgen. Heute eine besondere Tour. Ich stehe vor dem Freizeitzentrum Langau. Ich habe gehört, da gibt es hier einen Bergwerksee, der zu einem Freizeitzentrum wurde. Und ich möchte den See umrunden und gehen. Leider ist das Wetter heute sehr schlecht. Hochnebel, Tiefnebel, keine Sonne. Ich hatte geglaubt, es gibt Sonne, aber ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. Mal schauen. Ich schalte mich nochmal zu. Das ist dieser Bergwerksee. Und ich bin hier bei dem Parkplatz. Ich möchte schauen, ob ich den irgendwie umgehen kann und dann diesen noch anschauen. So, ich bin jetzt reingekommen und habe schon den ersten Blick auf den Bergwerksee. Da gibt es eine nette Geschichte. Ein Einheimischer hat mir den Tipp gegeben, ich soll mir den Bergwerksee anschauen. Am Anfang war vor längerer Zeit war der Bergwerksee relativ trüb, aber durch einen natürlichen Zufluss wurde er gereinigt und kann nun als Badesee und als Freizeitzentrum verwendet werden. Freizeitzentrum hat Ende September geschlossen. Hier gibt es sogar eine Umkleidekabine. Schauen wir uns das genau an, machen wir eine Umrundung. Das ist echt Wasserbereich. Hier könnt ihr mit euren Kindern unter Aufsicht nach Herzenslust spielen und planschen. Schau, das ist mit so Steinen eingezäunt. Schade, dass das Wetter nicht mitspielt, aber ich hoffe, dass ein bisschen was zum Sehen ist. Sehr schön, interessant. Schauen, ob ich da auf die Steine gehen kann. Uiui. Interessant. Da gibt es anscheinend eine Garage für Boote. Sehr ruhig. Seezugang, liebe Eltern, Aufsichtspersonen, bitte lasst eure Kinder und Nichtschwimmer diesen Bereich nicht ohne Aufsicht. Auf eigene Gefahr. Ja klar. Da kann man wahrscheinlich liegen hier im Sommer.
Bucht angeblich. Da darf man aber nicht campen oder baden hier. Durch den Birken hindurch. Seeblick. Haben wir da. Aussichtsplattform verschafft euch einen wunderschönen Blick über den Bergwerksee Langau. Naja, könnte schöner sein, das Wetter. Nicht so aufregend heute. So braun das Wasser. Sollte eigentlich eher mehr grün sein, aber. Freizeitzentrum mit dem Restaurant. So, hier haben wir ein interessantes Schild, das sagt Walk of Fame. Übersetzt ist das der Weg des Ruhmes. Dieser Seeübergang ist nur für Heldinnen und Helden gedacht. Mhm. Da haben wir solche Holzpfeiler und da kann man dann in den See marschieren. Ja, ich weiß nicht. Ja. Probieren wir es. Uiuiui. Muss ich auch. Da gibt es eine Kette, da kann er mich anhalten. Über den See jetzt marschieren, da bin ich neugierig. Das funktioniert. Bin ich ein Held oder nicht? Brise haben wir heute. Wind. Naja. Gar nicht so schwierig. Geschafft. Kann ich weiter marschieren da. Super. Toll, toll.
runter. Wie man mir sieht. Tretboot. Mal schauen, ich möchte da so rundherum marschieren. Da dürfte, glaube ich, der Campingplatz sein. Ich hoffe, ich kann da durchmarschieren. Auf der anderen Seite vom Bergwerksee. Die Enten werden schon nervös. Da dürfte der Zufluss sein. Hört man was plätschern. Uiuiui, das ist nicht optimal, aber sehr matschig hier. Platz mit Rutsche. Da putzen wir die Stille.
Da haben die ganzen, da kennt man eigentlich nur ihre Postkästen. Ja, lassen sie sogar Post daher schicken. Also, und denen gibt es auch. So, ich stehe jetzt bei einer Brücke beim Langauer Bach. Der geht rein in diesen Bergwerksee. Und es könnte sein, dass dieser Bach für die Reinigung des Sees zuständig war. Weiß ich jetzt nicht genau, aber möglich ist es. Das ist jedenfalls ein Zubringer für den Bergwerksee am Gauerbach. Aber ich bin wieder beim Ufer. Da steht da Einlauf, genau. Steht da Einlauf. Der Platz trägt den Namen Einlauf und hat nichts mit Medizin zu tun. Der Name kommt daher, dass hier der Langauer Bach in den Bergwerksee einläuft. Ja, bin ich schon drauf gekommen. Fischbestand, Hecht, Barsch, Karpfen, Zander, Schlei. Ah, oh, Wahnsinn. Schau ich kurz daher. Vielleicht ist das ein Anglerstrand auch. Storplatzl. Eine Unzahl von Steinen wurde hier händisch eingebracht, um diesen Platz anzulegen und ihn vor dem Wellengang des Sees zu schützen. Im Bergwerksee Langau tummelt sich eine Vielzahl von Fischen und Wassertieren. Oh, hier gibt es eine Beschreibung von diesem See. Er heißt Roter See. Da es sehr schwierig ist zu erklären, warum der See rot ist, findet ihr hier eine wissenschaftliche Studie zu diesem See. Bis 1963 wurde in Langau Braunkohletagebau betrieben. Ab 1964 füllten sich die beiden Becken mit Grundwasser. Die Oxidation von FeS2 resultierte in gelösten sauren Ionen und hohen Eisen- und Sulfatkonzentrationen. Da gibt es jetzt eine Abzweigung. Wenn ich links gehe, da gehe ich zwischen zwei Bergwerkseen durch, rechts würde ich den umrunden, aber ich versuche da zu gehen. Da muss rechts noch ein kleiner See sein. Vielleicht kann ich den anschauen. So, hier ist ein zweiter kleiner See des Bergwerks. Der hat noch die dunkle Farbe. Sieht man da genau. Der ist nicht zum Baden. Ah, da gibt es eine Aussichtsplattform. Sehr schön. Können wir schauen. Sehen wir noch mehr. Da schießt gerade ein Jäger anscheinend. Gibt es immer Gewehrschüsse, hört man. Oh, hier gibt es eine Beschreibung von diesem See. Er heißt Roter See. Da es sehr schwierig ist zu erklären, warum der See rot ist,
findet ihr hier eine wissenschaftliche Studie zu diesem See. Bis 1963 wurde in Langau Braunkohletagebau betrieben. Ab 1964 füllten sich die beiden Becken mit Grundwasser. Die Oxidation von FeS2 resultierte in gelösten sauren Ionen und hohen Eisen- und Sulfatkonzentrationen. Das ist ein Bootshaus. Ein Gedenkkreuz. Das ist aber sehr schlicht. Ein Stacheldraht oben. So, da gibt es einen dritten, kleineren See. Der ist aber ein Schießplatz. Ob ich da reinschauen kann, weiß ich nicht. Da möchte ich auf jeden Fall rundherum marschieren.